Guten Tag, ich heiße Oleg und bin Rechtsanwalt von der Agentur Vitoria Vita. Heute erzähle ich über die ukrainische Gesetzgebung im Bereich der Leihmutterschaft. Die Länder, in denen die Leihmutterschaft erlaubt ist, sind eher die Ausnahme als die Regel. In den meisten Staaten ist sie entweder verboten oder wird auf gesetzlicher Ebene nicht geregelt. Die Ärzte und potenziellen Eltern können für den Einsatz dieser Technologie zur verwaltungsrechtlichen bzw. kriminellen Haftung gezogen werden. So gibt es das Verbot darauf in den meisten europäischen Ländern und in einigen US-Bundesstaaten. In einigen Ländern der Welt ist eine altruistische Leihmutterschaft erlaubt. Das heißt, eine Leihmutter darf für ihre Dienstleistungen keine Belohnungen bekommen. Die potenziellen Eltern können nichts mehr als die Behandlung, die Beköstigung, die Kleidung und das IVF-Verfahren bezahlen. Es gibt auch die Länder, in denen sich die Auswahl der Leihmutter beschränkt. Eine Verwandte oder eine Frau, die von einer Sonderkommission zugelassen ist, darf das Kind für ein fruchtloses Paar austragen. Über Indien ist es extra zu erzählen. Früher war es ein Mekka für unfruchtbare Paare, vor ein paar Jahren wurde aber dort die Leihmutterschaft für die Ausländer verboten. Jetzt können nur indische Staatsbürger, die seit mindestens 5 Jahren verheiratet sind, Dienste der Leihmutter in Anspruch nehmen. Auch heute ist dieses Land ein wichtiges Zentrum des Medizintourismus, jedoch nicht auf dem Gebiet der Leihmutterschaft. Die Länder, in denen die Leihmutterschaft legal ist, können das Verfahren unterschiedlich einschränken. Beispielsweise sollen manchmal die potenziellen Eltern und die Leihmütter eine Genehmigung von der Sonderkommission einholen. Sie kann aus Ärzten, Anwälten, Sozialarbeitern und sogar Geistlichen bestehen. Auch die Höhe der Vergütung für die Leihmutter können durch das Gesetz geregelt werden. In einigen US-Bundesstaaten kann es vom Gesetz vorgeschrieben sein, dass die Leihmutter verheiratet sein muss. Es gibt aber noch eine moralische Frage. Meiner Meinung nach sollte der Staat den Eltern das Recht, Kinder zu haben, nicht einschränken. Deshalb kommen wir zur Ukraine. Die Ukraine ist eins der wenigen Länder, in denen eine kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt ist. Durch die Gesetzgebung werden alle damit verbundenen Verfahren deutlich geregelt. Die Eltern des Kindes, das die Leihmutter zur Welt gebracht hat, sind seine genetischen Eltern. Genau ihre Namen sind in der Geburtsurkunde und im Reisepass des Kindes eingetragen. In Zukunft erhält das Baby nach Wahl der Eltern die Staatsbürgerschaft, eine ukrainische oder eine des Landes, in dem die Eltern selbst angemeldet sind. In den meisten Fällen wird natürlich die zweite Möglichkeit ausgewählt. Für die Teilnahme am Programm in der Ukraine soll man keine Genehmigung vom Gericht oder irgendwelchen anderen Einrichtungen einholen. Es reicht aus, eine Bescheinigung vorzulegen, dass sie aus medizinischen Gründen keine Kinder haben können. Sie brauchen keine Verdienstbescheinigungen oder ähnliche Unterlagen. Es gibt auch keine Altersbeschränkungen. Egal, ob sie 30, 40, 50 oder älter sind, können sie Eltern werden. Die potenziellen Eltern können aufgrund der Empfehlungen der Klinik oder Agentur ihre eigene Leihmutter auswählen. Hier wird die Wahl einer bestimmten Frau nicht erzwungen und keine blinde Wahl durchgeführt. Darüber hinaus sind die Kontakte zwischen Leihmutter und der genetischen Eltern nicht eingeschränkt. Alles hängt von den Wünschen der Parteien ab. Nach der Geburt des Kindes können sie mit der Leihmutter in Kontakt bleiben oder umgekehrt im Vertrag angeben, dass sie kein Recht hat, sich mit ihnen und dem Kind wieder zu treffen. Übrigens über Leihmütter, ihre Auswahl ist sehr streng. Vom Gesetz sind viele Untersuchungen vorgesehen, was bedeutet, dass in der Ukraine nur eine körperlich und geistig gesunde Frau Leihmutter werden darf. Es ist egal, ob sie verheiratet, unverheiratet oder geschieden ist. Im Falle, wenn die Frau verheiratet ist, gibt es eine einzige Einschränkung: eine schriftliche Zustimmung ihres Ehemanns. Er unterschreibt auch eine Erklärung darüber, dass er sich bewusst ist, dass das Kind nicht seins ist und hat keinen Anspruch auf das zukünftige Baby. Ich möchte noch einmal betonen, dass Programme der Leihmutterschaft in der Ukraine sicher und legal sind und auf legislativer Ebene unterstützt werden. Darüber hinaus sind sie im Vergleich preislich günstig. Die Programme sind im Durchschnitt 30% billiger als in europäischen Nachbarländern, 2,5-mal als in Kanada und 3-mal als in den USA. Auf der Webseite gibt es Beschreibungen unserer Programme mit Preisen. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Dort stehen Ihnen viele zusätzliche Informationen und unsere Kontakte zur Verfügung.